das untere Odertal, eine einzigartige Naturregion. Im Sommer 2022 das große Fischsterben. Was ist passiert und was macht den Naturraum weiterhin so einzigartig? Menschen vor Ort erzählen. Also die Probefischungen haben gezeigt, dass es für uns sehr hoffnungsvoll ist, sagen wir mal. Also wir hier im Unterlauf haben jetzt schon den Eindruck, dass Fische aus dem Haff die Oder hochgekommen sind. Hier, wo wir jetzt sind, das ist das Polleigebiet. Das war zum Glück von der Katastrophe nicht betroffen. Wir vermuten, dass also dieser Salzgehalt in Kombination mit den hohen Wassertemperaturen, einem günstigen pH-Wert, dieser absoluten Niedrigwassersituation, dann im Grunde zu dieser explosionsartigen Massenvermehrung dieser Alge beigetragen hat. Helmut, kannst du aufschreiben? So, diese Wasserparameter werden jetzt notiert. Die dienen dann der Nationalparkverwaltung noch mal als zusätzliche Informationen, die wir einsammeln. 95 Zentimeter. Also das ist schon relativ klar, das Wasser hier. Wir hatten jetzt in der Oder, wo die Katastrophe war, also teilweise Sichttiefen von 25 bis 30 Zentimetern. Also das ist schon mein Traumberuf immer schon gewesen. Ich bin auch kleines Kind schon mit meinem Vater und mitgefahren nach Fischen. Ich wollte das immer schon werden und das ist heute auch noch so. Man lebt von und mit der Natur. Andere fahren nach Mallorca und weiß ich wohin. Schaden die Umwelt. Und wir entspannen hier eben, wenn wir hier unsere Arbeit machen. Wir haben hier den einzigen Flussauen-Nationalpark in Deutschland, der eine ganz große Vielfalt aufweist an unterschiedlichsten Lebensräumen. Alles klar. Ja, das dauert nicht mehr lange, dann werden hier die Bauwerke geöffnet und dann hoffen wir und beten, dass der liebe Gott viel regnen und viel Schnee kommen lässt, sodass wir wieder normale Wasserstände haben.